Er ist hier im Käfig. Ah, guck mal hier. Ich hole die sofort raus, aber guck mal, ich meine, die Kiste, ich kann nichts dafür. Was bist du denn? Schaden 162? Ich meine, wir haben was Besseres, oder? Das würde ich gerne favorisieren, sofort. Das heißt, wir haben jetzt eine neue MP, eine neue Shotgun. Das heißt, die MP hier brauchen wir nicht mehr. Dieses MG brauchen wir noch. 125 mal 5. Nee, da kommst du nicht mit hin. Das tut mir leid. Das ist, die ist zu stark. Oh, Moment, wir haben hier zwei. Ja, das ist Müll. Das brauchen wir nicht. Diese Sniper hier, die haben wir auch direkt abgelegt. Die brauchen wir nicht. Wir haben ja jetzt die legendäre. Ich bitte euch. Die legendäre haben wir jetzt. Kann man die jetzt ausrüsten? Nee, ne? Nee, kann man nicht. Ein letzter Job. Schaltet diesen Kopf für Schnellwechselsystem bar. Hell damit. Raumdekoration nehme ich auch direkt. Dann haben wir wieder zwei Slots frei. Okay. So, jetzt. Das Ding brauchen wir nicht. Aber hier. Oh, okay. Jetzt, wo du mich befreit hast, ja, kann ich dir erzählen, dass ich Naoko Katagawa bin. Ja. Mein Drecksbruder hat Tyreen Calypso beauftragt, alle meine Geschwister zu töten. Was? Ich bin die letzte Überlebende. Du musst wissen, ich bin nicht wie mein Bruder. Er ist ein Psychopath. Und er will mich tot sehen. Mhm. Als mir klar wurde, was mein Bruder vorhatte, wollte ich auf Promethea untertauchen. Ich fand einen toten Atlas-Soldaten und habe seine Sachen geklaut. Dann schnappten mich die KDK. Ich muss eine Weile untertauchen. Die meisten Leute hier würden mich allein wegen meines Nachnamens töten. Mhm. Aber falls du meinen Bruder siehst, verpasst diesem Arschloch eine Kugel von mir. Absolut. Oh, Tumorhead hat mir auch ein Familienerbstück gestohlen. Ich will es nicht mehr. Du kannst es haben, Kammerjäger. Was? Nichts für ungut, aber ich hoffe, dass wir uns nie wiedersehen. Im Ernst. Okay, ist nicht schlimm. Mission abgeschlossen. Lebensbeweib. Was? Was? Wir haben eine epische Sniper bekommen. Alter, eine Sniper. Wir haben gerade eine legendäre bekommen. Das gefällt mir jetzt nicht. Das gefällt mir nicht. Hättet ihr uns nicht was anderes geben können? Eine Maliwan-Sniper. Nee, sorry, also ganz ehrlich. Die ist ganz nett und so. Aber ich frage mich, warum die mehr wert ist. Also jetzt mal ernsthaft. Warum ist die mehr wert? Die andere ist legendär und ist 240 wert. Die andere, die ist zwar episch, ja, aber die ist 360 wert. Warum? Was ist da was ist der Sinn? Vor allem, weil der so viel nach unten geht, also so viel rot. Der Schaden, das ist ja ein Witz. Ich verstehe das nicht. I don't get it. Wird direkt hier auf den Müll geschmissen, Freunde. Ich hoffe wirklich, dass ich langsam hier eine Verkaufsstelle finde, weil ich muss das Zeug loswerden. Ich muss unseren Prüll loswerden. Ist das eine Kiste? Nein. So, was ist hier? Ach, das ist wieder der Eingangsbereich. Alles klar, jetzt weiß ich, wo wir sind. Unser Zeug liegt hier immer noch. Was? Möchte gern Maliwan? Ach, das ist das, was wir nicht brauchen. Das haben wir schon. Gut. Finde den Atlas-Agenten. Okay, wir haben die Quest abgeschlossen, Freunde. Sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ganzen, wie es hier verläuft. Wir müssen auf jeden Fall hier hin. Wir müssen dorthin. Kostet es, was es wolle. Eigener Wegpunkt. Hallo? Man kann nicht einen eigenen Wegpunkt da drauf machen. Okay, dann mach den daneben. Mach den hier hin, so. Aber ich glaube, wir sind schon auf der richtigen Ebene, ne? Wobei, das sieht nicht wirklich richtig aus. Nein. Wir müssen die Treppen hier wieder hoch, wie es aussieht. Treppen hoch und dann weiter. Okay, ja, alles klar. So, das heißt, hier lang. Ja, aber man muss sich auch erstmal hier zurechtfinden. Also ganz ehrlich. Ich meine, schau dir die Minimap mal an. Das ist ja super unübersichtlich, weil sich alles überlappt. Und oben und unten und ich habe ja keine Ahnung. Und ich bin neu hier. Auf Promethea. So, hier sind wieder wunderschöne Graffitis. Das sieht aus wie meine Heimatstadt. Am Bahnhof. Am Bahnhof Zoo. Ah, hier, Polizeirevier. Da waren wir schon drin. Aber wir müssen hier entlang. Was? Wer schießt denn hier? Alter, was? Was? Ich hab keine Ahnung, wer hier schießt. Nicht zurückhalten! Hä? Ich weiß nicht, wer. Auf wen schießt denn du? Oh! Wow!
Boah, das ist eine MP, ne? Ich muss erstmal eine Backpfeife geben. Boah. Aber die MP gefällt mir richtig gut. Und tschüss. Nicht schlecht. Sehr stark die Waffe. Sehr stark. Okay, was ist denn hier? Achso, nein. Brauche ich nicht. Wir gehen weiter. Hier müssen wir hin. Hier ist noch die Nebenquest. Was? Bürger, Sie dürfen die Faker-Kapsel zurzeit nicht verlassen, was? Da Sie über eine illegal erworbene Waffe verfügen. Das ist ein Klasse 5 Vergehen. Was? Was passiert da? Bürger, alle Faker-Kapseln sind standardmäßig feuerfest ausgestattet. Die Insassen sind dafür ganz Feuer und Flamme. Löscher. Warte, ich warte mal gerade ab, was da passiert. Bürger, das Lüftungssystem dieser Faker-Kapsel ist gerade außer Funktion. Mach die Tür auf! Bürger, ich kann Sie erst entlassen, wenn die Strafe komplett bezahlt ist. Wenn ich hier raus bin, kacke ich dir auf deinen Prozessor! Androhungen von Fäkalverbrechen sind ein Klasse 7 Vergehen. Das verstehe ich gut. Hey, ist da jemand? Was? Hol mich raus! Dieser Scheißhaufen hält mich hier fest! Okay, machen wir. So, wo lauft ihr denn lang? Okay, man muss die Sniper aufladen. Lass sie deine Wut hören. Ich frage mich, ob mein Messer in deinen Schädel passt. Alter, was zum Henker ist das für eine Waffe? Okay, Moment. Auf in den Kampf! Du bist also da hinten, ja? Legendäre Waffe. Diesmal eine Pistole. Wow. Geil. Okay, das nehme ich mal mit. Die Pistole, die werden wir wahrscheinlich nicht gebrauchen können. Alter, die Sniper, ne? Es ist natürlich eine Laserwaffe. Das habe ich mir schon gedacht. Man muss sie halt aufladen. Ja. Das ist... Aber die ist mega stark. Die ist mega stark. Da kann man nichts gegen sagen. So, das Ding. Oh. Ja, klar. Den brauchen wir. Ich lade mal gerade alles auf. Minimap zeigt mir einen Stern an. Ach so, das ist die legendäre Waffe. Na klar. So, diese... Wow, die Pistole ist schon stärker. Und die hier? Shocking AAA. Hm? Okay. Nice. Ich befürchte, jo, die ist stark. Die ist mega stark. Wir gehen mal zu dem Typ da hinten. Alter, die Pistole. Was haben wir da wieder aufgenommen? Wir sind ja verrückt. Wir sind ja absolut verrückt. So, wir holen den jetzt mal raus. Mal gucken, ob das überhaupt geht. Diese KI will mich nicht gehen lassen. Hilf mir, sonst nehme ich dir eine geschmuggelte Kanone. Schön. Der Duft der Gerechtigkeit annehmen. Ich heiße Trash Mouth. Du musst diesen vor Scheiße triefenden KI-Chip einfach gegen einen austauschen, der das Gesetz etwas lockerer interpretiert. Quasi ein böser Kompott. Die randalieren meine Leute immer wegen Bestechungsgeld. Die holen mich hier raus. Okay. Bürger, vielen Dank, dass Sie die Faker-Kapsel gewählt haben. Mhm. Du bist eine Glühbirne in einem Scheißhaus. Ich zahle gar nichts. Fluchen ist ein Klasse 1 Vergehen. Oh mein Gott. Sie haben ein zusätzliches Bußgeld von $5,000 erhalten. Wenn ich hier raus bin, scheiß ich dir deinen KI-Chip zu! Androhungen von Fäkalverbrechen sind ein Klasse 7 Vergehen. Oh mein Gott, ey, okay, jetzt geht's wieder los. Es geht wieder los, ey. Die ist ja crazy, die Olle. Okay, wir sollen also einen anderen Chip finden. Sprich mit Trashmouth Crew.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir das. Ja, ja, aber hier ist noch eine Kiste. Moment. Hier ist noch eine Kiste. Tut mir leid, ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Ich bin sehr besessen davon, Sachen zu finden. Was ist das denn hier für ein Zeug? Okay, hier kann man gar nichts finden. Ich bin halt ein Suchti. Ich kann nichts dafür. Ich brauche einen Shop, Mann. Ich brauche einen Shop. Okay, weißt du was? Wir gehen... Ich guck mal, wo das auf der Karte ist, wo wir hin müssen. Wir müssen hier hin. Ich möchte aber erstmal hier hin. Können wir da hin? Sag mir bitte, wir können da hin. Ich muss Zeug verkaufen. Es bringt nichts. Wir gehen erstmal hier lang. Auch wenn das ein kleiner Umweg ist, aber es ist mir gerade egal. Boah, die Pistole. What the fuck, Alter. Diese Pistole haut ja alles kaputt. Manchmal jagt man, manchmal wird man gejagt. Die Pistole ist ja mega krass stark. Ich habe die mit ein, zwei Schüssen weggemacht. Habt ihr es gesehen? Wir haben einfach diese legendären Waffen. Vor allem, ich finde es so geil, dass es so dargestellt wird. Und dass es auch noch auf der Minimap zu sehen ist. Als Stern. Ich finde das einfach super geil gemacht. Ich liebe es. So, wir müssen hier entlang. Wir müssen hier runter. Ja, wir sind schon da. Wir verkaufen erstmal alles. So, kommt her. Ihr Automaten. Ja. Ja, ja, ja. Du hast Feinde. Ich was? Hab Munition. Was habe ich hier verkauft? Was habe ich verkauft? Was habe ich verkauft? Alter, mach mir keinen Stress jetzt. Ich weiß nicht, was ich verkauft habe. Boah, Alter, hör auf. Mach mir keinen Stress jetzt. Okay, wir haben hier eine MP. Wir haben hier ein Maschinengewehr. Und wir haben die Panzerfaust. Wir haben gar nichts verkauft. Okay, wir haben wahrscheinlich irgendwas Unwichtiges verkauft. Ist mir egal. Wir bieten jetzt auch den Ein-Klick-Einkauf an. Deine Waffe klick, ist es Zeit zum Kaufen. Immer gerne, Kammerjäger. Hey, Moment, haben wir schon alles... Wir haben schon alles verkauft, sehe ich gerade. Ich bin der Schlauste. Ich bin der absolut Schlauste. Okay, Moment. Scheiße. So, das hier, ich würde das hier gerne machen, aber das sieht auch nicht schlecht aus, ne? Plus 9% Sniper-Rifle-Schaden. Ich kann mich nicht entscheiden, das ist ein Problem. Ich hatte mich ja hierfür eigentlich entschieden. Es ist schwer, es ist wirklich schwer. Ich nehme die. Scheiß drauf. Wir verkaufen die hier und... Boah, aber die hat auch... Die hat drei Sachen. Ich kann die eigentlich nicht wegschmeißen. Ich nehme das Ding hier. Das heißt, wenn wir den Slot frei haben, um diese Klassenmod einzutauschen, dann machen wir die hier rein. Die beiden können wir verkaufen. Dann verkaufe ich die auch direkt. So, und weg damit. Tschüss. So, das Wichtigste ist, wir haben die Pistole nicht verkauft. Das war mir jetzt, ich habe kurz einen Schock bekommen. Kurz einen Schock bekommen, aber alles ist gut. So, jetzt sind wir wieder ein bisschen freier, würde ich jetzt mal sagen. Dann können wir jetzt auch in Ruhe uns hier umsehen. Ich gehe rein! Wer bist du denn? Lass dich von der Jagd mitreißen. Alter, guck dir das mal an. Wir haben überhaupt keine Chance momentan. Wir sind overpowered gerade. Es tut mir leid. Das habe ich vermutlich verdient. Geil. Mit diesem Feuerstoß vor allem. Ach, wir können auch wechseln. Feuerstoß auf Feuerstoß. Ja. Es gibt nur Feuerstoß, okay. Das hätte mich jetzt auch gewundert, aber wenn es Einzelschuss geben würde, würde ich da drauf wechseln, weil Feuerstoß ist absolut overpowered. OP, Freunde. OP, sage ich nur. So, Moment. Wo müssen wir lang? Hier vielleicht, die Unterführung. Wir schauen uns ein bisschen um. Seid ihr sicher, dass ihr mir den Weg kreuzen möchtet?
Das ist nicht so schlau, Freunde. Überhaupt nicht schlau. Wir müssen da runter, ja? Alter, die Pistole. Ich will die gar nicht aus der Hand geben. Vielleicht merkt man es. Okay, oh, ey, den Weg kenne ich ja noch gar nicht. Sprich mit Trashmouth. Trashmouth. Euer furchtloser Anführer sitzt in einem Haufen Scheiße und braucht Hilfe. Trashmouth ist kein Anführer. Der Verräter hat meine Waffe gestohlen und was? Ab. Töte den Abschaum. Verräter, mach sie fertig. Alles klar. Ich bin neugierig, wie deine Eingeweide aussehen. Ich bin nicht einfach so gehen. Ich mache euch alle mit Tod bekannt. Sind sie tot? Was sonst? Schnapp dir eine Dose und komm her. Eine Dose. Kloakenknast. Du musst das Gebäude verwüsten. Beeilung! Meine Lungen sind voller Methan und alter Rat-Pisse. Ja, alles klar. Moment. Das ist wie moderne Kunst hier drin. Also jetzt beruhig dich mal. So okay, die Sniper hier. Ja, die ist nicht ganz so gut. Knapp vorbei, würde ich sagen. So, ich rüste mal gerade die MG aus. Weil da liegt eine. Ich glaube aber nicht, dass die mithalten kann. Ja, nein. Nicht wirklich. Die kann ich mithalten. Wir laufen mal ein bisschen mit der MG rum. Ich mag es gerne, wenn ich mal die Waffen wechseln kann. Das mache ich zwischendurch immer, damit es auch nicht langweilig wird. Weil wenn wir jetzt nur noch mit der Pistole rumlaufen, nee, dann laufen wir hier durch wie so ein Rambo. Wie so ein Terminator. Eine Regierungs-KI zu bedrohen, ist ein Klasse 2 Vergehen. Ich will dich nicht bedrohen. Wenn du mich nicht rauslässt, sterbe ich hier. Sterben in einer stadteigenen Faker-Kapsel ist ein Klasse 3 Vergehen. Verdammt! Fahr doch zur Hölle! Sie sind aufgebracht, Bürger. Notfallberuhigungsprotokoll aktiviert. Alter, was zum Henker läuft da für eine Musik? Oh Gott, der Arme, ey. Da will er nur einmal einen abseilen und dann sowas. Boah, die Musik nervt mich sogar und ich bin außen. Oh, okay, Graffiti müssen wir hier verwüsten. Wow, voll verwüstet. Unser eigenes Gesicht drauf. Okay, das sind die vier Protagonisten des Spiels. Aber hier müssen wir noch was machen. Was ist das? Ich kann es nicht erkennen hier aus der Nähe. Was? Nein, alles gut. Ich wollte nur ein bisschen Spaß haben. Alter, wir haben einen Arschstein gezeichnet. Kein Wunder. Jetzt heißt es aufschneiden und den bösen Chip rausholen. Arm ab. So. Ja, den KI-Chip nehme ich sofort. Da. Gut, und jetzt wieder zurück und rein mit der neuen KI in dieses Gülle-Silo. Alles klar. Ist ein Klasse 1 Vergehen. Sie haben ein zusätzliches Bußgeld von $5,000 erhalten. Ja, das ist gleich vorbei, glaube ich. Ja, bitte sehr. Wo zur Hölle bin ich? Oh Gott, verdammt! Ja, genau! Lass mich hier raus! Wir sind jetzt hier zusammen drin! Ich bezahle einen Scheißdreck! Und das war wörtlich gemeint. Rufe Unterstützung! Code 2589! Mann auf Scheißhaus! Wir haben hier ein paar Erpressungsziele! Es ist Zeit zu kämpfen! Okay, Leute, schnappen wir uns den Täter! Ja, ich glaube, das wird nichts. Habt ihr mal meine Pistole gesehen, Freunde? Der Tod ist eine natürliche Sache, aber deiner war aufregend. Alter. Entsorgungsbots sind ganz unten in der Prometheabot-Nahrungskette. Mhm. Das sind Schwächlinge. Die sind sofort da, wenn man Sauerei macht. Ah, okay. Verstehe. Wir machen... Oh mein Gott. Will ich das überhaupt? Okay, ich zerstöre den aus sicherer Entfernung. Ekelhaft. Ein wunderbarer Tag. Und los geht's. Tschüss. ich kann noch nicht. Jetzt? Immer noch nicht. Okay. Hoffentlich ist es da, wo ich hol dir den Chip. Die ist sauber.
Gut, und jetzt installieren. So, mal gucken, ob das was bringt. Hey, Bart, lass mich raus. Dann kannst du diesen Scheißhaufen mit deinen Kumpels sauber machen. Lass mich raus! Was ist los? Nein! Ich würde sagen, immer dem Gestank nach. Der Arme, oh mein Gott, der wird jetzt in den Weltraum geschossen. Findet Trashmouth? Okay, wir sollen ihn finden. Der ist irgendwo hingeflogen. Wir gehen mal in die Richtung. Der Arme, Alter, der will doch nur raus. Also wenn er in seinem eigenen Gestank nicht weiterleben kann, dann will ich gar nicht wissen, was er da drin veranstaltet hat. Nein, ich will es überhaupt nicht wissen. So, hier müssen wir hoch. Ich glaube, wir sind richtig. Wir gehen mal hier weiter. Hier dürfte es ja keine Gegner mehr geben, aber wer weiß. Borderlands ist unberechenbar. Ach, hier ist wieder der... Die Arena? Wir müssen in die Arena? Nein. Oder? Doch, wir müssen runter. Ja, komm. Was? Wir müssen komplett raus hier? Okay, das will ich jetzt sehen. Das will ich sehen, wo der gelandet ist, bitte. In der Orbit-Ansicht. Wir müssen zum... Moment. Wir müssen zu... Hä? Moment, was? Hä? Was habe ich hier gemacht? Orbit an sich. So, ich muss ja erstmal... Ah, okay. Meridianischer Stadtrand. Da müssen wir hin. Tja, was soll ich tun? Ich kann nichts machen. Okay, das hier? Finde Trashmouth. Hier müssen wir hin. Dann würde ich sagen, der nächste Punkt ist, glaube ich... Kann man hier raus? Nein. Hier komme ich auch nicht hin, ne? Ach, hier. Ah, Schnellreise hier hin. Ach, hier sind ja nur zwei. Ja, dann nehme ich den hier. Schnellreise, let's go. Okay, ich will das jetzt wissen, was mit dem passiert ist. Es tut mir leid, dass wir jetzt hier wechseln zwischen den Maps, aber... Geil. Da fliegt er einmal über... Armes Schwein, arme Trashmouth. Ich stelle mir nur vor, wenn ich in diesem Scheißhaus wäre, boah, ich wäre ausgeflippt. Für Leute mit Platzangst ist er noch schlimmer. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich habe keine Platzangst, aber die Leute, die das haben, die tun mir sehr leid in solchen Situationen. Ich meine, die gehen ja gar nicht erst da rein. Die gehen ja gar nicht erst auf so ein Dixi-Klo drauf. Weißt du, die haben zu sehr Angst, dass sie da nicht mehr rauskommen. Und auch in Fahrstühle und Aufzüge, da haben sie mega Angst vor. Ich kenne jemanden tatsächlich, geht in keinen Aufzug. In keinen. Das ist echt krass, aber hey, jedem das seine. Ich gehe auch gerne Treppen mit ihm. So. Boah. Ist gerade sehr warm hier. Na du? Na, dich haben wir aber lange nicht mehr getätschelt, oder? Alles klar bei dir? All diese Benimmkurse und so, dankst du es mir. Achso, ne, ich will einfach nur spawnen. Wenn du nicht gefressen werden willst, catch a ride. Denn niemand frisst Autos außer Öl und der kommt nicht so raus. Was zum Henker? Ich will fahren. Danke. Let's go. Ich glaube, weit ist das nicht, aber... Oh, den hauen wir weg. Was zur Hölle? Er wird verfolgt. Töte diesen Kreuz. Trashmouth Technical. Oh, das ist sogar. Bürger, diese Felkerkapsel wurde widerrechtlich. Und tschüss. Leb wohl, Bürger. Halte Promethea sauber. Wer bist du denn? Alter. Willst du mich verarschen? So. Okay, was? Nimm die illegal. Haben wir Trashmouth jetzt getötet? Der Arme. Nimm die illegale Waffe. Ich brauche dich, Bestie. Kloakenknast. Eine seltene Panzerfaust. Das schaue ich mir mal an. Hat sich das denn gelohnt, hier hinzukommen? Das ist bisher unsere Panzerfaust.
Aber die wir jetzt bekommen haben, ernsthaft, die kommt ja nicht mal annähernd da dran. Aber guck mal, die ist auch wieder mehr wert. Ich verstehe es nicht. Die sind beide selten. Beide seltene Waffen, aber warum ist sie mehr wert? Ungefähr 26 Schüsse bis defekt. Was? Ach du Scheiße, okay. Aber der Schaden geht halt sehr weit zurück. Obwohl da 400 indirekter Schadensradius. Aber das reicht nicht. 134% Waffenschaden. Nein, leider nicht. Können wir nicht machen. Werden wir verkaufen. Absolut verkaufen. Ja, jetzt haben wir die ausgerüstet. Egal. Was ist eigentlich, wenn ich hier... Nein, das hat nicht geklappt. Schade. Ich dachte, ich mache die mit einem Schuss fertig. Wir haben, glaube ich, keine Quest mehr, oder? Kann das sein? KenZB? Hier auf dieser Map sowieso nicht, glaube ich. Hier haben wir alles erledigt. Ich schaue nochmal gerade nach, aber dürfte eigentlich nichts mehr sein. Ja gut, die Quest, die möchte natürlich, dass wir die Karten wechseln. Das verstehe ich auch. Aber dann gehen wir hier lieber zu der Schnellreisestation. Wir gehen mal in den Orbit. Meridian Metroplex am Stadtrand. Da sind wir jetzt gerade. Aber was ist mit Lektra Stadt? Was ist hier? Gibt es hier noch irgendwas zu tun? Sieht momentan nicht danach aus. Aber hier, was ist das hier? Mann, wäre ich mal da hingegangen. Vielleicht führt uns noch eine Quest dahin. Wir können aber von hier nicht schnell reisen, ne? Ich glaube nicht, nein. Wir gehen nochmal in die Orbit-Einsicht. Wir müssen zum Metroplex wieder. Ja, hier haben wir noch ein bisschen was offen. Das heißt, wir müssen hier hin. Oh, hier haben wir auch noch zwei Sachen. Einmal Crew herausfordern, Crimson Radio und einmal Claptrap oder was? Toter Claptrap, alles klar. Die müssen wir natürlich noch machen. Das heißt, wir würden dann hier hinreisen wahrscheinlich. Können wir aber von hier nicht. Ort von Interesse kann nicht aktiviert werden. Schade. Huch. Alter, was mache ich denn? Ich muss losfahren. Moment, wo ist denn die Schnellreisestation überhaupt? Die war doch hier irgendwo. Ja, ich möchte hier hin. So. Aber den nehmen wir mit. Es macht einfach Spaß, diese Autos zu jagen. Das ist so geil. Tschüss. Einfach mal nebenbei weggehauen. Warum auch nicht. So. Da wären wir. Okay. Benutzen wir die Orbit-Ansicht. Wir müssen nach Meridian Metroplex. Ich kann hier schon mal. Ich kann hier keinen Wegpunkt machen. Egal, das sehen wir. Das sehen wir auf der Minimap. Ich würde gerne hier hin. Schnellreise. Haben wir schnell die illegale Waffe geholt. Die werden wir aber gleich wieder verkaufen. Aber mir war nur wichtig, dass wir die Quest abschließen. Denn offenstehende Quests, das geht gar nicht. Da bin ich ganz empfindlich. Sehr empfindlich. Boah, das Spiel macht echt mega Laune. Vor allem, wenn man geile Waffen findet, wenn man richtig gute Waffen findet und die Gegner einfach zerfetzen. So wie unsere Pistole jetzt. So wie wie unsere Sniper. Die ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber die ist mega stark. Unsere Pistole ist... Wow. Ey, ich sehe da keine Chance. Momentan kein Gegner, der uns umhauen könnte. Kommt aber noch. Da bin ich mir sicher. Das ist bei Borderlands immer so. Du fühlst dich wie der letzte, der größte Gott, weißt du? Und dann kommt mal ein Gegner, der dich weghaut. Und dann denkst du dir... Mist. Scheiße. Das war's dann wohl. Ja, deswegen, also... Es wird auf jeden Fall noch schwer. Es wird noch schwer, da brauche ich mir nichts vormachen. Ich kenne Borderlands. Man kennt ihn. Wir bieten jetzt auch den Ein-Klick-Einkauf an. So. Mach deine Waffe Klick. Ja. Es ist Zeit zum Kaufen. Ausgerüstet. Was ist... Moment, ich muss mal gerade schauen.
Ich muss mal gerade schauen. Okay, ja, ich habe alles verkauft. Alles verkauft, sehr gut. Pistole haben wir noch, die würde ich gerne ablegen, weil die ist, ja, die ist momentan nicht zu gebrauchen. Unsere Panzerfaust, die brauchen wir nicht. Jetzt für die Normalo-Gegner. Okay. Bevor ich es vergesse. Wir wollen ja noch hier hin. Wo wollen wir denn zuerst hin? Oben oder unten? Ich würde sagen, mehr Sinn macht hier oben erstmal. So, hier. Blöd, dass man die Sachen nicht direkt markieren kann. Das finde ich eigentlich schade. Schade. Aber hier ist wieder alles wieder voller Gegner, oder? Kann das sein? Was? Atlas-Soldat. Wo sind die Gegner? So. Keine Chance, Freunde. Ihr wisst doch, wie es läuft. Okay. Ach, das ist die Shotgun. Ja, gut. Wir laufen mal mit dem Maschinengewehr ein bisschen rum. Die finde ich auch eigentlich sehr nice. Feuerstoß oder Halbautomatik? Naja, das Zielfernrohr ist mir zu... Das ist cool. Das finde ich gut. Was es mit dem Feuerstoß zu tun hat, dass das Zielfernrohr sich ändert, ist mir auch ein Rätsel, aber... Was weiß ich denn schon? Was ist das denn hier? Gibt's hier was zu essen? Ich hätte gerne einmal Ramen. Nudels. Ich liebe Nudeln. Ich meine, wer nicht? Gibt's hier irgendjemanden, der keine Nudeln mag? Jetzt mal ernsthaft. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der gesagt hat, Nudeln? Bah. Ja, ja. Nee, umsonst mache ich hier nichts. Alles zu weit weg. Ja, geh mal da drauf. Wir gehen näher ran. Was? Ich bin neugierig, wie deine Eingeweide aussehen. Wow, Alter, wow, das ist wild. Blitzsoldat vor allen Dingen. Warum treffe ich nichts? So, jetzt läuft's besser. Ein jämmerliches Ende für eine schwache Kreatur. Ah, wo seid ihr? Ah, du kannst dich nicht verstecken. Es tut mir leid. Du auch nicht. Ciao. Ist das überhaupt ein Gegner? Das ist gar kein Gegner. Der greift mich gar nicht an. Das ist ein Burgerbot. Du hast eine Nase für Schätze, wie ich sehe. Geil, okay. Das ist der Burgerbot. Den brauchen wir natürlich nicht umhauen. Wer redet da? Maul halten. Mann. Ja, ja. Was redet der da? Okay, wir müssen weiter hoch. Das ist über uns, was wir suchen. Da müssen wir hin. Okay. Okay, wie komme ich da hin? Leiter, Leiter, Leiter. Keine Leiter? Hm, vielleicht von hier. Das sieht sehr richtig aus hier. Sehr gut. Alter, halt's Maul. Ausschalten. Ja, danke. Sabotieren. Hi-Fi, KDK-Propaganda. Hallo, Crimson-Propaganda. Sehr gut. Das hört sich doch schon viel besser an. Da kann ich das Ding auch wieder anmachen. Hört sich auch nicht viel besser an, ehrlich gesagt, aber hey. So, was ist das denn? Money.
Okay, ach, Claptrap. Ich vergaß. Ich war kurz davor, das zu vergessen. Wir müssen noch weiter runter. Wo geht's denn hier noch weiter runter? Da vielleicht? Da ist eine Treppe. Ein toter Claptrap. Der Claptrap starrt im Kampf gegen unseren größten Feind. Die Treppe. Er scheint ein experimentelles Treppensteigemodul getestet zu haben. Oh, da lag das Problem. Ihr habt es nicht eingeschaltet. So ein toter Idiot. Das Modul könnte für meine neue Freundin nützlich sein. Ah, ist das so. Wir sind hier ohne Gefährt unterwegs. Das ist nicht ganz so gut. Was habe ich gerade gesagt? Kein Problem. Du spinnst wohl. Siehst du nicht, was ich für eine Waffe habe? Alter! Es ist krass. Okay, die Waffe hier, dieses Schild hat eine Resistenz. Ja, aber das, plus 25% maximale Kapazität. Ja, aber wir haben ja, unsere ist etwas weniger, aber das reicht nicht. Das reicht mir nicht. So, wir müssen dort hinten hin, um den Atlas-Agenten zu finden. Aber wollten wir da überhaupt hin? Moment mal. Wollten wir da hin? Wir haben keine andere Quest. Ja, wir wollten dahin. Okay, dann machen wir das auch. Es gibt, glaube ich, nichts anderes zu tun momentan. Ich möchte gerne hier alles machen, natürlich, aber ich gehe davon aus, dass uns Queste dorthin führen. Dann nehmen wir uns hier ein Auto. Wollte ich gerade sagen, aber ich glaube, das wird nichts, oder? Hier ist hier alles zu. Warum ist das zu? Why the hell is it zu? Ellie, mach auf, ich bin's. Okay. Ich sehe aber gerade, diese Waffe verbraucht natürlich einiges an Munition, ne? Verbraucht das drei Schuss? Nein, oder? Nein. Na gut. Wir müssen auf jeden Fall unser Inventar erweitern. Bei dem Typ, der uns die Magazingröße anpassen kann. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Wenn wir zurück auf unser Schiff gehen. Wenn wir auf unser Schiff gehen, machen wir das. Reese Agent scheint am Handelsplatz zu sein. Maliwan hat ein Waffenlager im Einkaufszentrum. Aha. Und ich verwette meinen Arsch darauf, dass er es darauf abgesehen hat. Aha, okay. Das heißt, wir müssen hier weiter. Da geht aber kein Auto durch. Können wir hier ein bisschen Munition abgrabbeln. Ja, ein bisschen haben wir bekommen. Ja, alles klar bei dir? Wie geht's? Alles gut? Alles gut bei dir? Du musst schon deine Gründe haben. Was hat er da gerade in sich ich will gar nicht wissen, was er gerade gegessen hat. Ich habe keine Ahnung. So, wir gehen mal hier weiter. Hier geht kein Auto durch. Das heißt, wir müssen zu Fuß weiter. Sieht sehr einladend aus. Oh, Moment, da geht es eine Treppe hoch. Die sieht sehr verdächtig aus. Ja, guck, ich hab's gesagt. Verdächtig, aber die bringt uns nichts. Ich meine, da hätte auch was Geiles drin sein können, ne, Freunde? Ihr müsst mir da ein bisschen vertrauen. So. Was zum Henker? Was ist das denn? Boah, das sieht ja mega krass aus. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Sieht sehr episch aus hier. Also das ganze Spiel. Ich mag diesen Grafikstil einfach von Borderlands so gerne. Ich mag es so gerne. Es muss überhaupt nicht realistisch aussehen. Ich meine... Warum ist das rot geworden? Atlas. Oh oh. Haben die jetzt gemerkt, dass wir Eindringlinge sind? Was? Mach keinen Stress. Die Verwesung steht hier. Okay, das sind auch die Billo-Gegner. Die sind natürlich gar kein Problem. Die fallen um, nur wenn man die anhaucht. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass hier noch ganz andere Gegner kommen werden.
So, was haben wir hier drin? Ah, ja, okay, okay. Ja, das ist unwichtig. Uninteressant. Ja, ja, ja. Also, wenn es ganz hart kommt, dann haben wir immer noch unsere... Oh mein Gott, ich würde gerne... die erstmal tauschen. Ich nehme die Shotgun raus, weil das sieht alles eher nach Fernkampf aus hier. Ich glaube, den haben wir richtig zerfetzt.